Schon mehr als 2,5 Jahre leben wir mit dem Coronavirus. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sich nicht infiziert haben, während es andere schon ein zweites oder sogar drittes Mal erwischt hat. Warum stecken sich manche nicht an? 4 Gründe. T-Zellen. T-Zellen sind weiße Blutkörperchen, die bei der Immunabwehr helfen. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt Killerzellen, die erkennen Fremdkörper und können sie gezielt abtöten. Es gibt T-Helferzellen, die lösen die Produktion von Antikörpern aus. Und dann gibt es noch die T-Gedächtniszellen. Sie haben gelernt, was bei dem speziellen Erreger zu tun ist. Und wenn sich der Körper dann erneut mit dem Virus infiziert, sorgen sie dafür, dass der Körper schneller und effektiver reagiert. Das kann aber auch bei ähnlichen oder verwandten Viren funktionieren. Das nennt sich Kreuzimmunität. Und das scheint es auch bei Corona zu geben. Denn neben SARS-CoV-2 sind noch 6 weitere Coronaviren bekannt, die den Menschen infizieren können. 4 von ihnen lösen leichte Erkältungssymptome aus. Experten schätzen, dass etwa 30% aller Erkältungspatienten mit einem dieser Coronaviren infiziert ist. Forscher der Universität Zürich konnten feststellen, wenn Menschen bereits mit einem anderen Coronavirus infiziert waren, wehren sie auch SARS-CoV-2 schneller ab. Gene. Außerdem können unsere Gene Einfluss darauf haben, ob wir uns leichter mit Corona infizieren oder nicht. Unsere Blutgruppe wird durch ein Gen auf Chromosom 9 bestimmt. Studien zufolge haben Menschen mit Blutgruppe 0 im Vergleich zu anderen Blutgruppen ein 45% geringeres Infektionsrisiko. Das Risiko, sich gegenseitig zu infizieren, soll auch besonders gering sein, wenn Menschen unterschiedliche Blutgruppen haben. Das fanden Forscher aus Frankreich heraus. Grund dafür sehen sie in den Antikörpern, die jeder Mensch natürlicherweise gegen fremde Blutgruppen hat. Ich habe zum Beispiel Blutgruppe A und deshalb habe ich Antikörper gegen Blutgruppe B. Und diese Antikörper scheinen sich mitunter auch gegen das Coronavirus zu richten. Demnach könnte mich ein Mensch mit der Blutgruppe B nicht so leicht infizieren. Ein Problem wäre dann eher ein Mensch mit Blutgruppe A, weil gegen meine eigene Blutgruppe habe ich keine Antikörper. Sonst könnte ich eine Blutspende der Blutgruppe A ja auch nicht annehmen. Allerdings ist bisher nicht klar, wann dieser Effekt eintritt und wann nicht. Und nur weil ein Risikokontakt eine andere Blutgruppe hat, ist man nicht automatisch geschützt. Auch andere Genabschnitte könnten unser Infektionsrisiko beeinflussen. Das kennen wir von anderen Krankheiten. So hat etwa jeder 10. Europäer eine genetische Immunität gegen HIV, was durch eine Mutation in den Genen unserer Vorfahren erklärt wird. Auch bei Covid könnte das der Fall sein. Eine Studie hat 8 Genregionen ausfindig gemacht, die die Corona-Anfälligkeit und den Schweregrad der Erkrankung beeinflussen könnten. Bevor es weitergeht, erzähle ich euch ganz kurz, was Update ist. Update ist eine News-App, die euch rund um die Uhr mit den wichtigsten Nachrichten versorgt. Unser Team besteht aus 220 Menschen, die App gibt es in 34 Ländern. Mit Update wisst ihr über alles Bescheid, was gerade in diesem Moment wichtig ist. Alter. Das Immunsystem wird im Alter schwächer. Und das heißt, Erreger können nicht mehr so gut bekämpft werden. Das wirkt sich auf die Anfälligkeit für eine Corona-Infektion, den Krankheitsverlauf und mögliche Langzeitschäden aus. Außerdem reagieren ältere Menschen auch nicht mehr so gut auf Medikamente oder Impfstoffe. Viruslast. Je höher die Viruslast, desto größer die Infektiosität. Davon gehen die Forscher aus. Wie ansteckend jemand ist, kann der CT-Wert des PCR-Tests zeigen. CT steht für Cycle Threshold. Der Wert gibt also an, wie viele Zyklen der PCR-Test durchlaufen muss, um Virusmaterial zu finden. Ein CT-Wert über 30 bedeutet, mehr als 30 Zyklen wurden durchlaufen, also gibt es wenig Virus in der Probe, man ist Corona-positiv, aber nicht infektiös. Bei einem CT-Wert unter 30 mussten vergleichsweise wenig Zyklen durchgeführt werden, um das Virus nachzuweisen. Also haben wir hier viel Material und der Infizierte kann auch andere anstecken. Ob das dann auch wirklich passiert, hängt aber auch noch von anderen Faktoren ab. Wie lange bin ich dem Infizierten ausgesetzt? Wie nah sind wir uns gekommen? Hatten wir eine Maske an oder nicht? Außerdem scheiden nicht alle Infizierten gleich viel Virus aus. Studien größerer Ausbrüche zeigen, dass meist nur wenige viele andere auf einmal anstecken. Die sogenannten Superspreader. Ob jemand Symptome hat oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Auch wer sich topfit fühlt, kann hohe Viruslasten ausscheiden. Die T-Zellen, das Alter, die Gene, die Viruslast, all das sind Dinge, die erklären könnten, warum sich manche noch nicht angesteckt haben. Aber das heißt eben nicht, dass man grundsätzlich gegen Corona immun ist. Auf eine starke Immunantwort und genetische Vorteile kann man sich leider nicht verlassen. Herrschen beim nächsten Risikokontakt Bedingungen, die dem Virus in die Karten spielen, kann es trotzdem zu einer Ansteckung kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Update-Kanal.